Ja, also hallo, guten Abend. Wir sind endlich in Shira Shirim, Lidl Lidl. Ja, also es ist ein sehr, sehr überraschender und interessanter Text, muss man sagen. Ja, er ist relativ kurz. Es enthielt vier Kapitel. Es ist... Moment. Meine ich, oder? Habe ich gelesen. Ja. Es ist wenig Kapitel. Nach meiner Erinnerung ist es vier Kapitel. Also. Gut. Die erste Frage, dass die fragt man, wer ist der Autor von diesem Text? Das ist einfach, oder? Schlomo Hamilach. Genau, das ist der erste Satz. es ist acht Kapitel. Es ist acht Kapitel. Aber auf erster Satz von dem Buch steht Shira Shirim Asher LeShlomo, die Lieder von Salomo. Also nicht wie im anderen Bücher im Heiligen Schriften. Sogar die anderen Bücher von König Salomo. Welche kennen wir? Gibt es noch zwei? Koelet, Ecclesiastia und die Sprüche. Die Sprüche, Mishle auf Hebräisch. Mishle ist es Sprichworte sozusagen. Ja. Mashalim, Metaphoren. Ja. Also die alle anderen zwei Bücher muss man verstehen. Wer hat die geschrieben? Ja. Also im Koelet, Ecclesiast, es steht: Ich war die König in Jerusalem. Die Worte, okay, das ist der Anfang des Buches. Die Worte der König, die König in Jerusalem. Also die König in Jerusalem ist schon gut. Das heißt, alle anderen Leute, andere Propheten sind nicht da, nicht in der Konkurrenz. Jetzt, du sollst nur erzählen, alle anderen Könige und verstehen, welche König geht es. Ja? Aber von dem Kontext, dem Buch, wir verstehen, und dass der König ist genau Salomo. Das heißt, der Name Ecclesiast, Koelet, es ist noch dazu seine eigene Name. Ja? Gewöhnlich, jeder Mensch hat viele, viele Namen. Das kennen Sie, diese Idee? Auch wie uns. Mhm. Auch wie uns. Passen Sie auf. Private Name, eins. Nachname, es ist auch Name. Einfach Familienname. Ja? Verstehen wir, dass noch 200, 300, 500 Jahre war keine Nachfamiliennamen, nur die Aristokratie. Ja? Also es ist nicht unbedingt eine Muss, eine Pflicht. Ja? Es ist dazu noch ein Name und Unterschiede zwischen verschiedenen Leuten. Ja? Also, Nummer zwei ist es Nachname. Nummer drei, Vatersname, ja, mit vielen Kulturen, ja, gibt es viel zu tun. Muttersname, ja, Nickname, ja, die Spitzname, mhm. Ja, Berufsname und so weiter und so fort. Also wie jeder von uns tragen viele, viele Namen, muss man verstehen. Und ich gebe eine wichtige Idee, die Name ist es nicht nur die Name, eine Wort, dass wir sagen, der und nicht die. Die Name, es ist eine Verbindung und besonders die Distanz zwischen uns und das Subjekt, das trägt die Name. Ja? Mhm. Wenn es geht jemand um Spitzname, das heißt, wir sind ganz eng. Mhm. Wenn ich sage, Herr Müller, wir sind ganz, ganz weit entfernt. Verstehen Sie? Ja? Die Mutter sagt nicht zu ihrem Sohn, Herr Müller. Ja? Sie sagt Nico. Ja? Verstehen Sie? Also die Name, es ist erstens nicht nur Name, es ist eine Verbindung und nämlich eine enge oder weit ferne Verbindung. Ja? Formale und informale Verbindung. Ja? Familiäre, freundliche, unfreundliche, bürokratische, was Sie wollen. Ja? Das ist die,
echt, echt sozusagen Hintergrund von dem Namen. Die Distanz zwischen uns und diesem Mensch, der trägt gewisse Namen. Okay. Also, und deswegen viele Leute auch bei uns und natürlich noch in alten Zeiten hatten viele Namen. Ja. Wieder erinnern, in alten Zeiten es gab keine Nachnamen, keinen Familiennamen. Die König David, König Salomon, sie sind nicht Silberstein und sie sind nicht Rabinowitsch. Es gab keine Nachnamen. Mhm. Ja? Die Aristokratie in Europa, ich weiß nicht was, das ist der Name von Land oder Berg, ja? Es ist auch eine geografische Verbindung. Ich komme von Schleswig-Holstein. Ja? Graf von Schleswig-Holstein. Ja? Das heißt, ich bin Graf nicht von Österreich. Das was heißt. Ja? Also, erstens, wir wissen, dass diese Liebe hat König Salomo geschrieben. Das ist schon gut. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Jetzt gehen wir weiter. So, im Lied der Lieder ist es 8 Kapitel. Das sage ich euch. Aber die sind nicht so lang. Die sind nicht so lang. Die sind nicht kurz. Aber ich habe schon gesagt, dass viele vorlesen diese Lied der Lieder jedes Freitag. Ja? Das ist ein Teil von Kabbalat Shabbat. Und noch mehr gibt es noch, die Leute, die sagen, die Lieder jedes Tag in Mincha und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiger Text. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Und soll noch etwas erzählen. Und dann lesen wir schon direkt den Text. Ich habe gesagt, dass Shir HaShirim, Lied der Lieder, wurde im jüdischen Bibel, steht im sogenannten Fünf-Rollen-Bücher. Kennen Sie? Mhm. Kennen Sie, ja? Das heißt, es ist ein Werk von Propheten, ja? Die sagten, gibt es eine Verbindung zwischen sogenannten 5 Rollen. Was ist die Verbindung? Erstens, diese 5 Rollen sind relativ kurz. Relativ. Ja? Das heißt, die größere, das ist erste Rolle, ja, das ist 9 Kapitel. Die 9. ist es 3 oder 4 Sätze, also tatsächlich 8 Kapitel, ja. Das ist diese Lieder 8, ja. Echa, Jeremias, die Klage, das ist 5. Und so weiter, also die sind relativ lesbar. Gleich und so fort, ja. Es ist nicht ein Isaiah-Buch, 66 Kapitel. Ja? Die muss man, lesen Sie, direkt 66 Kapitel. Ja? Verstehen Sie? Sogar die Psalmenbuch, ja? Die Psalmenbuch, die viele lesen, 150 Kapitel. Es ist nicht so schnell, kann man nicht auf den Platz schaffen. Ja? Also, deswegen das erstens, die Texte relativ machbar kann man überwiegen. Zweitens, ich habe gesagt, dass diese 5 Rollen lässt man durch den jüdischen Kalender, jüdischen Feste. Wann lässt man diese Lieder? Pesach. Genau. Noch genauer, Shabbat Pesach. Also am Pesach gibt es immer ein Shabbat, kann sein 2. Aber mindestens 1. Ja? Also die berühmteste, ja, das, ich habe schon gesagt, die
Esther Rolle, ja, Megillat Esther. Shira Shirim ist es Pesach. Shavuot ist es Ruth Rolle. Ja, Giur, Konversion. Neunte Av, das ist Klage der Jeremias. Ja, Beine der Jeremias, sozusagen. Echa, der erste hebräische Wort. Und was haben wir vergessen? Die fünfte. Das ist genau diese Koelet, auch König Salomo, der wurde gelesen am Sukkot, nämlich Shabbat. Also genau das. Okay? Okay, also das ist diese fünf. Muss man auch sagen, dass im Tanach, im jüdischen Bibel, sie stehen genau nach hebräischem Kalender. Das heißt, Lied der Lieder, sie ist die erste Rolle. Weil es ist Monat Nisan, Frühling, ja? Mhm. Und die Esther, das ist Ende des Jahres. 12. Monat Adar, das ist die fünfte Rolle. Okay. Also, die sind die wichtigen Texte. Weiter. Es steht im Midrash Sedur Olam Rabba. Der Midrash sagt folgendes. Aber Led Zikna Shlomo Samuch Limitato Shartar Baruch HaKodesh. Also neben zum seinem Tod, die König Salomo. Ruach HaKodesh, der heilige Spirit, nicht im christlichen Sinn, sondern im jüdischen Sinn. Ich weiß nicht, was nennen Christen unter die heilige Spirit. Ich sage euch, was sagt die Judentum über die diese heilige Spirit. Wissen Sie was? So schreibt Maimonides in seinem Werk Morene Vachim, ja, unsere Führer, die Unbeschlüssende, die Leute, die haben Zweifel, ja, bezweifeln, Führer dafür bezweifeln, ja. Also im die Buch verteilt, die Werk verteilt für drei Bücher und jedes Buch verteilt zum Kapitel. Die Kapitel relativ nicht so lang, ein, zwei Seiten. Also im Buch 2, ich erinnere jetzt nicht auswendig, in welche Kapitel, Maimonides schreibt folgendes. Gibt es unterschiedliche Niveaus und Stufen, auch in Prophezeiung. Und er nennt von 1 bis 13, so nach seiner Rechnung. Und deswegen, dass dieses Modell er immer, Maimonides, immer organisiert, die Dinge. 1, 2, ja. Das ist die berühmte 8 Stufen von Tzedakah. Ja? Mhm. 8 Wohltätigkeit, Nevos. Das ist sehr, sehr berühmt. Ja? Die 5 Stufen von Tshuva, Rückkehr. Ja? Es ist auch berühmt. Im Kontext Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ja? Also die manche zitieren 4, egal. Es ist die gleiche Kapitel. Also jetzt, wenn man dieses schreibt, gibt es 13 prophezeiische Stufen. Treppe. Jede nach anderen. Zum Beispiel, die eine prophezeiische Stufe, wieder nicht im Ordnung, wie man das schreibt, nur illustrieren seine Denkslinie. Der Prophet hört die Stimme, der Gott, aber sieht gar nichts. Andere Stufe, der Prophet sieht etwa, aber hört gar nichts. Noch eine Stufe. Der Prophet sieht etwa in den Traum. Er schläft. Der Prophet schläft durch einen kurzzeitlichen Tagesschlaf.
im Osten, Nahe Osten, wie es jetzt in Spanien, Italien, es ist ganz warm. Also es ist nicht eine übrige Idee, ein bisschen schlafen Mitternacht. Die deutschen Juden, Jecken, wurden sehr, sehr berühmt im Israelsland, auch in Palästina. Das muss man schlafen zwischen 14 und 6. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Die haben deutsche Fünfteile, ja, fünfte Welle, die Repatriierenden am 30. von Nazis haben geflohen. Ja? Also diese Leute haben diese Idee, die Schlaf, die Mittagsschlaf zwischen 14 und 16, das war ein sehr, sehr berühmter und heiliger Begriff für diese Leute. Noch eine Stufe. Der Prophet sieht eine Prophezeiung durch den tiefgreifenden Nachtschlaf. Nachtschlafen. Ja? Also und so weiter und so fort. Ja? Der Prophet bekommt eine Prophezeiung und er ist geschüttelt ganz. Ja, wie Daniel. Daniel schreibt, meine Kopf war, ja, und ich habe auf den Boden gefallen. Das ist eine Stufe. Ja? Und natürlich die beste Stufe, das ist die Moses. Ja? Die hat ganz normal den Mensch mit seinem Nächsten, mit seinem Freund geredet. Ja? Das ist natürlich die höchste Stufe. Und die eine von diesen 13 prophezeiischen Niveaus, Rambam Maimonides bezeichnet, das Heilige Spirit, das ist eine von 13. Es ist eine Prophezeiung. Ein Geist. Ja? Das heißt, kann man etwa befassen, begriffen über die Zukunft. Über die Zukunft. Ja? Ich habe gesagt, Prophet, es ist nicht immer über die Zukunft reden, überhaupt nicht. Viermal die Propheten über die Vergangenheit reden. Ja? Aber in diesem Sinn, diese prophezeiische Niveau als Heiliger Geist, das meint genau Zukunft. Was wird geschah? Zum Beispiel im Psalmen, König David schreibt über die babylonische Exil. König David lebt im minus 10. Jahrhundert vor Null. Die Exil in Babylon wird noch 500 Jahre von ihm. Minus 5. Und das ist genau, was die jüdische Tradition sagt. Er, König David, hatte Heiligen Geist, dieses Niveau, Prophezeiung, in bestimmten in diesem Psalm und in diesem Psalm. Und zum Beispiel über die babylonische Exil. Ja? Wieder nicht über die ganze, ja? Aber in gewissen Momenten, er hat dieses prophezeiische Niveau und wusste über zukünftige Ereignisse. Zum Beispiel wie Abraham, er weiß, dass die Juden werden Sklaven in Ägypten. Und sie werden rausgeholt. Und deswegen, Abraham feiert Pessach 200-300 Jahre vor echte Pessach. Mhm. Das ist genau die Idee. Also die Prophet, dieser Heilige Geist, Heilige Spirit, es ist eine gewisse begrenzte Wissen. Ja, nicht allgemein, ich weiß alles, ja, überhaupt nicht. Ja. Nur in gewisse historische Schiene sozusagen. Abraham weiß über die Sklaverei in Ägypten und auch über den Auszug aus Ägypten. König David weiß über die Tempelzerstörung, die erste Tempel, und über die babylonische Exil. Wir haben keine Nachweise, dass König David wusste über die zweite Tempelzerstörung. Mindestens steht nicht zwischen unseren Schriften. Ja? Also dieser Heilige Spirit, Heilige Wind, es ist ganz, ganz begrenzt. Ja? Es ist nicht allgemein und überhaupt.
Da ist nicht der Mensch plötzlich ein Gott bekommt. Nee, überhaupt nicht. Okay? Also, jetzt zurück zu unserem Thema. König Salomo, zeitlich nah zu seinem Tod, nach diesem Text, das habe ich vorgelesen, er hatte auf sich heilige Spirit bekommen und deswegen hat gesagt, drei Bücher, Sprüche, Lieder und Koel. Passen Sie auf, von dem Text, es steht, hat gesagt. Es steht nicht, hat geschrieben. Verstehen Sie? Mhm. Haben Sie den Punkt bekommen? König Salomo hat gesagt und hat nicht geschrieben. Und wer hat es dann aufgeschrieben? Schon. Und deswegen gehen wir weiter. Das steht im Talmud. Im Talmud, das muss ich sagen, diesen Platz habe ich gelesen in meiner Jugend. Im Talmud gibt es Band Bava Batra, das ist relativ zum Ende des Talmud. Durch diese Band, die berühmte Rashi hat verstorben. Also der Rashi hat die manche Talmud kommentiert, aber nicht die ganze. Und in meinem Platz in diesem Talmud, in Bava Batra steht, hier stirbt Rashi, seligen Denken. Hat verstanden. Und dann seine Enkel, Rashba. Ja, Rashi hatte 7 oder 8 Töchter, kein Sohn, aber der ist der Sohn von einer Tochter. Rabbi Shimshon ben Meir, Rashbam, hat seine große Opa gekannt, gelernt mit ihm zusammen und er schreibt weiter. Ja, über diese Kommentar über die Talmud. Die Rashi hat die ganze Torah, Mishnah kommentieren schon, aber die Talmud hat nicht fertigen. Ja? Also diese Band ist berühmt. Hier stirbt Rashi, Seligen Denken. Ab erste Kapitel in dieser Band ist es wirklich diskutiert, wer was hat geschrieben in Heilige Schrift. Okay? Und ich habe schon gesagt, mal, dass es war wie Eurovision. Viele Kandidaten, jetzt war Eurovision, ja, habe ich nicht gesehen, hatte keine Zeit. Und ich habe gesagt, dass die einige Bücher sollten nach dieser Eurovision draußen geblieben, wie Psalmen von König David, wie drei Bücher für König Salomo und andere Bücher, welche kennen wir als Apokryphen, sollten drin sein. Wie zum Beispiel Judith-Buch, haben wir das gelernt schon, und Ben Sira, Sprüche von Ben Sira. Kennen Sie? Mhm. Eine bekannte in katholische Bibel, ja? Sehr, sehr bekannte Apokryphe. Ja. Ist mir bekannt. Also tatsächlich, diese Ben Sira sagt ganz ähnliche Sachen wie König Salomo in Sprüchen. Das muss man sagen. Gibt es viele, viele gleiche Ideen. Und auch Formulierungen sind auch nicht 100% gleich, aber ganz, ganz nah. Und doch, am Ende, die Eurovision hat umgekehrt entschieden, das war Halbfinale. Die Halbfinale war wann? Am Ende der ersten Tempel. Halbfinale, das war König Hiskiau. Nach talmudischer Sprache König Hiskiau und seine Partei. Seine Partei nicht im politischen Sinn, sondern in religiös-theologischen Sinn. Religiös-theologische Gruppe, die hat gesammelt die alle Kandidaten sozusagen zum Heiligen Schriftenstatut. Das ist Halbfinale. Die Finale war schon, ich habe schon gesagt, im zweiten Tempel, Anfang des zweiten Tempels, die letzte Propheten, ja, der Geist Zechariah und Malachi, sie hatten die Gewinnerin gekündigt, ja,
Wer ist drin, wer ist draußen? Wer ist draußen, der ist Apokryph. Äußerliche Muschel auf Hebräisch. Apokryph ist ein griechisches Wort. Ja? Wer ist drin, bekommt ein heiliges Statut. Ja, also die, deswegen, heilige Schriften, es ist nicht nur, dass die Texte sind heilig, sondern auch die Leute, die haben die Texte ausgewählt, sind heilig. Ja, die Propheten, die letzten Propheten. Ja, und sie haben Verständnis, dass die Bücher von König Salomo, Psalmen, König David, Psalmen, Sprüche, Lieder und Kohelet sind nicht nur die private Weisheit von den Autoren, sondern etwa mehr. Okay? Also, dies alles steht in dieser Wand Talmud, Bava Batra, und dort steht auch genau diese Geschichte, dass zu seiner alten Zeit, nahe zu seinem Tod, die Heilige Spiel, Heilige Geist hat gelandet auf König Salomo und er hat diese drei und das ist, was steht am ersten Satz. Shira Shirim Asher LeShlomo, Lieder für Salomo. Gut. Aber nicht umsonst, er hat gesagt, diese Bücher. Wer hat diese geschrieben? König Hiskiau und seine Partei. Also sie haben genau formulieren, ja, sie haben genau formulieren, alles, was hat er gesagt, Salomo. Das heißt, es kann sein, es gibt mehrere Psalmen von König David. Ja? Es kann sein, dass gibt mehrere Texte über den König Salomo. Wir haben das schon diskutiert, ja. Es kann sein, sie haben mehr geschrieben. Aber was die Heilige Statut bekommen, ist nur dieser Text. Nur kann diese Kanonisierung. Ja? Also im gewissen Sinn, vielleicht König Bücher de Daniel hat mehrere Kapitel. Seine berühmte Beispiel, ja, das wir immer bezeichnen, was ist der Unterschied zwischen christlich und jüdischer Bibel. Von unserer Sicht unwahrscheinlich. Ja? Oder auch wenn es ist wahrscheinlich ist, ist es nicht so wichtig. Ja? Also passen Sie auf über die Formulierung weiter. Die Autor, König Salomo, hat gesagt, unter dem Heiligen Geist, Heiligen Spirit. Es wurde gesammelt und geschrieben mit dem Zeichen. Ja? Also es ist nicht wie heute. Das heißt, es ist ein Prozess. Es ist nicht wie heute, der Autor schreibt, korrektiert, ausdrückt, verkauft in, weiß nicht wo, und unterschreibt zum Leser, bitte schon. Ja? Alles eine Mensch, ja, sozusagen, fast alles. Ja? Dann, in der meiligen Zeiten, es war im gewissen Sinn mehr kollektive Werk. Ja? Also es ist nicht nur Heiliger Geist auf mich gelandet. Ja? Du sollst auch eine Legitimation von anderen religiösen Autoritäten bekommen. Ja? Von anderen Propheten und anderen weisen Leuten. Ja? Und es kann sein, du hast 20 Kapitel gesprochen und sie haben nur 8 geschrieben. Weil das ist die wichtig, das ist die aktuell zum Erwicktum. Ja? Und deswegen gibt es eine Version, dass die Sprüche von Ben Sira, er hat einfach kopieren die übrigen Sätze und Kapitel für König Salomo. Also ein bisschen Plagiat. Wie das, eine Version, wissen wir nicht. Ja? Ist auch egal. Ja? Also, was will uns dieser Text sagen? Das ist erstens, diese Lieder wurde unter Heilige Spirit gesagt, gesammelt und bearbeitet
durch anderen Propheten. Ja? Es ist nicht One-Man-Show, ja? Nicht nur eine und einzelne König Salomo. Ich bin der klügste Mensch der Welt. Sie sollen mich hören. Überhaupt nicht. Diese Hiskiau und seine Partei, sie wollten vermeiden, von König Salomo Bücher Heilige Statut bekommen. Ja? Also du bist der klügste Mensch in der Welt, das ist schon gut, aber wir müssen eine Geschichte zum Evangelium. Auch für unsere 21. Jahrhundert. Okay, weiter. Also, das kann man sagen, dass es ist kein Widerspruch zwischen König Salomo gesagt und danach später, rund 200 Jahre später, König Hiskia und seine Partei würde das formalisieren, sozusagen, ja, formulieren. Okay. Wie ist es bekannt, ich habe schon letzte Unterricht gesagt, dass die Lied der Lieder spricht über die Beziehung zwischen der Liebe Gott und Israels Volk. Ja? Also, dass diese Liebe zwischen Frau und Mann ist eine Metapher, ja? Eine einfache Niveau, die enthielt tiefste Deutung. Ja? Also das ist nach Rabbi Akiva Meinung. Er sagt das im Mishnah Band Yadayim. Sagt Rabbi Akiva, die ganze Welt ist würdig nicht, die ganze Welt ist würdig nicht, sondern bis die Zeiten, wann Lied der Lieder wurden ausgegeben. Verstehen Sie? Also diese Lied der Lieder so wichtige Text ist, dass die ganze Welt quasi ist würdig nicht. Ja? Wir müssen abwarten, um diesen Text zu bekommen. Ja? Das heißt, passen Sie auf, die Tora wurde geteilt mit Juden. Es würdig nicht. Muss man noch weiter warten. Ja? Die Bücher von Joshua, erste Propheten. Okay. Nur als kommt Lied der Lieder, das heißt, zeitlich nah zum Tod, König Salomo, oh, jetzt die ganze Welt ist würdig. Ja, also sehr, sehr schwer, kann man schwer verstehen, diese Äußerung. Ja? Wie kann man leben damit? Ja? Was die Tora ist würdig nicht? Was? Quasi. Ja? Wir sagen umgekehrt. Die Welt ohne Tora ist würdig nicht. Ja? Aber Rabbi Akiva will etwas anderes aussagen. Ja? Die ganze Welt, die geistliche Welt, hat gewartet, diese Liebe. Also, kann man sagen, die Welt ohne Lied der Lieder, es ist nicht ganze, nicht volle Welt. Ja? So würde ich formulieren. Ja? Natürlich, die Welt muss die Tora, die Gott ist der Buch, haben, aber es ist nicht nur Tora. Es ist auch noch etwa. Und diese noch etwa, nach Rabbi Akiva Meinung, und seine Meinung, die eine zentrale Meinung gibt, ja, das, was diese Gremium, das nennen wir immer unsere Weisen, sehr legendär, es ist manche Rabbi Akiva Meinung, ja, und diese allgemeine Pantheon. Ja. Also, das heißt, unsere Weisen wurden unterstanden mit dieser Aussage, und deswegen, es kommt als Zitat mit dem Namen Rabbi Akiva, die Welt ist würdig nicht, bis Lied der Lieder wurde ausgegeben.
Okay. Kann man ein bisschen anders verstehen? Das heißt, wir haben gesagt, die Lieder wurde gesagt, mündlich von König Salomo und wurde dann als private Weisheit, ja, gefasst. Wann wurde er als heilig akzeptiert? Mit der Nachkanonisierung, ja. Also, dann kann man sagen, wir warten zum ganzen Tanach, die ganze jüdische Bibel, die ganze heilige Schrift. Ja? Bis dann, ja, jetzt die Welt ist würdig. Also die Tora ist das erste und die wichtigste Buch, aber nicht die einzige. Nicht die einzige. Gibt es noch die Bücher. Und deswegen diese Tanach, tatsächlich, es ist natürlich eine Idee, ja, die hat viele, viele Kleinigkeiten, Torah, Propheten, ja, das ist die einzelne Sammlung sozusagen, ja, ein Konzept mit viele, viele unterschiedliche Details. Okay, gut. Und dann, wenn so, das ist, kann man stellen die Frage, warum, aber wir reden über die Liebe als ein Beispiel, als eine Metapher. Ja, warum könnte man nicht andere Linie, Romanlinie erfunden? Ja, warum nicht? Ja, was ist die Liebe? Ja, was? Das ist eine, weiß nicht, was ist, wir suchen einen Nobelpreis Literatur. Nein, natürlich nicht. Und dann schreibt ein mittelalterer Kommentar, Rabbi Shau di Tirani, Shau aus Tirani, die Text hat Parallelen gestaltet zwischen Liebes, die Mann und Frau, das ist eine Metapher, und zwischen die Liebe zwischen die Gott und Knesset Israel. Knesset Israel, es ist ein Begriff, es ist ein metaphorisches Israels Volk durch die ganzen Zeiten, durch alle Generationen, präzise zu sein. Ja? Das heißt, es ist nicht politische Knesset wie heute ein Parlament. Ja? Es ist nicht Knesset als ein Gremium oder als ein Gericht. Knesset Israel, es ist alle Juden, alle Zeit, sozusagen. Ja? Es ist eine metaphorische Körperschaft. Wie kann man das definieren? Ja? Also das ist eine Liebe zwischen den Juden, alle Generationen, alle Zeiten und der Gott. Das ist die Parallele. Jetzt noch ein Midrash, der sagt noch eine interessante Idee. Sagt der Midrash, dass gibt's 10 Lieder, die wurden in dieser Welt gesagt, und die Lieder ist die beste von allen 10. Okay, jetzt Midrash erzählt, welche Lieder gibt's nach dieser Zählung. Der erste Lied wurde der erste Adam gesagt, als der liebe Gott kann ihm verzeihen über seine Verbrechen. Ja? Wegen dieser verbotenen Frucht zum Essen. Ja? Und dann kommt der Schabbat. Wie ist es bekannt, die ganze Geschichte war am Ende, sechste Tag, Ende Freitags. Patach Piv Ve'amar hat seinen Mund geöffnet und gesagt, das ist die Psalm
Mizmor shel Yom HaShabbat, es ist Psalm 26 oder 29, kein Moment. Ein Moment. Das ist Psalm 92. Entschuldigung. Psalm 92. Ja? Das ist der Psalm, der hat nicht König David geschrieben, sondern erster Adam. Und das ist die Lied Nummer 1. Also wieder, die jüdischen Lieder, es ist nicht symmetrische Lieder wie Heine oder Goethe, ja. Es ist unterliegt, wir verstehen einen besonderen Text, einen wichtig besonderen Text. Ja? Es ist nicht eine Schönheit, die klingt uns gut zum Ohren. Die Lied Nummer zwei, sagte Moshe Rabbeinu Moses, als wurde der Rote Meer gespalten. Das ist das Lied vom Torah, kennen Sie? Lied auf dem Roten Meer. Ja, da ist dann, sind sie durchgezogen und dann sangen die Israeliten folgendes ja, Lied. Genau. Das nach dieser Zählung, das ist die Lied Nummer 2. Wieder, dieses Lied ist es nicht klassische Poetik, ja, mit symmetrischen Rhythmen, ja, und dem Tempo. Es ist keine Goethe, keine Heine. Aber im Torah-Text, es steht, als nicht als Prose, nicht als Satz nach Satz, sondern die Pause und leere Plätze. Also es ist ein Lied nach jüdischer Definition. Dieses Lied kommt ja im mehr oder weniger im Buch Judith auch nochmal vor. Ne? Das hatten wir ja da. Als Parallele, genau. Ja, die Judith aussagt etwa in männlicher Form. Mhm. Die Vorbild ist die Lied auf der Rote Meer. Gut. Die Lied Nummer 3 sagten die Israeliten in Wüste, als sie hatten die brunnende Wasser bekommen. Kennen Sie? As Yashir Israel Ali Be'er. Hob auf die Brunne. Ja. Weil das steht, as Yashir, dann gesungen. Also auf Rotem Meer, es steht dann gesungen. Und werden singen in Zukunft. Also die gleiche, genau das Wort steht auch über diese Brunnen. Okay, das ist Lied Nummer 3. Lied Nummer 4 sagte Moses auf seinem letzten Tag vor dem Tod. Und nämlich Hazino Shaman Vadabera. Das ist die Wochenabschnitt Hazino. Eine der letzten Wochenabschnitte von Torah. Kennen Sie? Es ist auch ein Text, der wieder nicht genau symmetrisch ist, aber steht im Torah in zwei Spalten. Rechts und links, nicht als Prose. Das ist die Lied Nummer 4. Lied Nummer 5, oh, das ist bekannt, die Geschichte bekannt. Das ist von Joshua ben Nun und seinem Krieg zum Land Israel erobern, heiliges Land. Und dann Shemesh beGivon Dom, die Joshua stoppte die Sonne im Givon. Kennen Sie? Die Geschichte kenne ich, ja. Ja, die Geschichte ist folgendes. Die Juden führen Krieg, ja, mit Knaniten. Sie haben Erfolg, aber die Zeit ist knapp. Es kommt Nacht. Und dann die Feinde, wer weiß, übergruppieren sich, ja, oder fliehen, egal was. Und dann Joshua stoppt die Sonne untergehen, stoppt den Mond, kommen zu seinem Platz,
durch die Nacht, also noch 6 Stunden zum Krieg, die ganze Arbeit erledigen sozusagen, ja, die Kriegsarbeit, ja. Das ist ganz, ganz bekannt. Gibt es gewisse astronomische Nachweise, aber nicht für heute, über diese Geschichte. Also das ist die Lied Nummer 5. Als Yedaber Yoshua le Hashem, dann hat Yoshua zum Gott geredet. Und das ist auch ein Lied. Es steht in dem Text von dem Yoshua-Buch wieder nicht als Prose, sondern in sehr, sehr besondere Formen, genau wie Lied von Moses. Mit Mehrspaltung. Okay, das war Nummer 5. Nummer 6, die Lied Nummer 6, das ist die Shirat Dvorah, die Lied von Dvorah, kennen Sie? Ja. Aus dem Buch der Richter dann. Buch der Richter, natürlich. Das ist eine Krieg im Richterzeiten. Die Helden, jüdische Helden dann, heißen Dvorah, die Propheten. Und Barak ben Avinom, Barak war Militärheld, General sozusagen, aber kein Prophet. Dvorah ist eine Prophetin, ja? Es waren 7 Prophetinnen und sie ist eine von 7. Ja? Also die Boss, die Chef, die Bossin. Die Boss war eine Frau. Ja? Okay. Und dann, es waren auch viele, viele Wunder. Die großen Steine wurden vom Himmel ausgefallen auf die Feinde der Juden. Und dann Vatasher Dvorah. Und dann Dvorah hat gesungen. So ist es nämlich steht in dem Text. Das heißt, es ist auch ein Lied. Wieder nicht symmetrisch, aber besonders geschrieben. Das war Lied Nummer 6 von Richterbuch. Lied Nummer 7, das ist Tfilat Chana, die Gebet von Chana. Kennen Sie? Mhm. Ja. Chana hatte keinen Sohn. Ja, und wir beten heute wie Chana. Unsere Lippen bewegen sich, aber die Stimme hört man nicht. Das ist genau die Bezeichnung. Also, was ich parallel Chana nach dem Tod, zukünftige Prophet Samuel wurde geboren. Ja, und es ist auch geschrieben, genau in besondere Formen, nicht allgemeine Prose. Das ist Lied Nummer 7. Lied Nummer 8. Das gehört zum König David. Es steht in die Samuel-Buch. Ja? Samuel-Buch hat Samuel 1 und Samuel 2, römische. 1 und 2. Samuel 1, römische, das ist König Saul. Samuel 2, römische, ist es König David. Ja? Danach König Samuel ist schon König geboren. Ja? Das ist die Chronologie-Teilung. Und am Ende dem König, Geschichten von König David, vor seinem Tod, okay, der Tod von König David ist schon im Königebuch, also Ende des Samuel, gibt es ein Lied von David und da steht Divrei Shira Zot, die Worte dieses Lied, also auch die Wurzel Lied und die Wort Shira, Lied. Also das ist die Lied Nummer 8. Lied Nummer 9, das ist Lied der Lieder, unsere Lied der Lieder, das ist Nummer 9. Sie werden bewundern über die Lied Nummer 10. Das ist unglaublich. Die Lied Nummer 10, passen Sie auf, fallen Sie nicht aus dem Stuhl. Die Lied Nummer 10 ist, in Zukunft, die Juden wurden gesagt, als sie von allen Exilen
rausgehen nach Israel. Die Lied Nummer 10 ist zukünftig, Lied wurde noch nicht geschrieben. Es steht im Messiah, der Prophet. Shir Yelachem, die Lied wird für euch. Also die Isaiah prophezeit, dass in Zukunft die Juden würden rausgehen von der ganzen Welt nach Heiliges Land und dann sie sagen ein Lied und dieses Lied wird Titkadesh, es wird geheiligt. Vesimchat Levav und wird Freude im Herzen. Keolich Bechalil, genau wie eine Klarinett, ja, yes, ein ja, musikalisches Instrument, ja. Lavo Be'er Hashem zum Berg de Gottes kommen, El Zur Israel, zum Flesen Israel. Ja. Das steht beim Isaiah. Also die Text, Lied Nummer 10, haben wir noch nicht. Oh, ist das cool. Das habe ich gesagt. Fallen Sie nicht raus aus dem Stuhl, ja. Also das, die Lied Nummer 10 überhaupt, wir haben nur Hinweise, es wird, haben noch nicht. Ja? Also kommt bald, wie gesagt. Ja? Kommt ja gleich, fast. Also tatsächlich, und das ist die Midrash, also wir haben, wir werden haben die 10 Texte. Wir haben 10 Texte, die 10 Lieder, die 10 haben noch nicht bekommen überhaupt. Und von diesen 10, die beste ist Nummer 9. Also, die Lied Nummer 9, Lied der Lieder, hat überhaupt die goldene Medaille bekommen. Schon. Ohne Wissen, was geht um Nummer 10. Nicht mehr, nicht weniger. Okay, jetzt. Ich vorlese vom Rashi. Ja? Also ich wollte einfach die Lieder Text vorlesen mit Rashi, weil Rashi ist ein grundsätzlicher Kommentar für uns. Okay? Also normalerweise gibt es einen Satz oder eine Phrase und Rashi erklärt, übersetzt. Beim Lieder gibt es etwas Erstaunliches, das habe ich nie gesehen beim Rashi. Rashi schreibt eine Vorwort. Eine lange Vorwort über die Lieder. Das heißt, es ist eine allgemeine Einführung zu diesem Text. Rashi genau vorbereitet uns, die Lieder richtig wahrnehmen. Okay, ich vorlese vom Rashi. Achat diber Elokim, shtayim zo shamati. Das ist ein Zitat vom Psalmen 6:12. Eine Dinge hat der Gott gesagt, zwei habe ich gehört. Kennen Sie diese Phrase? Es ist sehr, sehr bekannt. Sehr, sehr bekannt. Also gehen Sie nach unserem Unterricht. Psalmen 62, Satz, Vers 12. Das ist eine überraschende Dinge. Ja, das heißt, Achad Dibir Elokim, Shtayim Zo Shamati. Eins, etwa eins, die Gott gesagt, ich habe aber zwei gehört. Das heißt, die Gottes Worte so tief, das kann man mehr von einer Deutung verstehen. Und das ist genau die jüdische Idee, dass jeder Text, jeder heilige Text, mindestens Torah, hat vier Stufen, vier Niveaus. Kennen Sie? Einfache Sinn, Pshat, Raz, die Hinweis, Midrash, Kabbalah, also jeder Text, jeder heilige Text, jeder Gottestext, nicht menschlicher Text, hat mindestens vier gleichzeitige Stufen. Und das ist genau, was diese
Vers im Psalmen sagt, Achad die Berukim, Stamm so Schumati, eins hat die Gott gesagt, zwei habe ich gehört. Ich habe nachvollziehen zwei Dinge, mehr, was klingt es. Und das ist genau Lieder, Lieder. Kann man mehr von einer einfachen Deutung nachvollziehen? Liebe zwischen jungen Mann und junge Frau. Das, was hat Rashi gesagt. Mikra echad yotzele kamatamim. Von einer Mikra, heilige Schriften, rauskommen mehrere Sinne, mehrere Deutungen. Besof davar ähnlicher Mikra yotzele davar mdebschur. Aber, schreibt Rashi, am Ende des Tages, niemand kann die einfache Deutung des Textes annullieren. Also Rashi quasi diskutiert mit jemand, die kennen wir nicht, mindestens von diesem Text, aber ich kann verstehen, wer ist da. Das heißt, die Leute, die hatten völlig metaphorisch die Lieder akzeptieren. Nur explizit metaphorisch. Ja? Rashi sagt, no. Niemand kann einfache Deutung annullieren. Ja, gibt es auch einfache Deutung von Heilige Geschichte. Waffel zwischen die Brunnen und die Vrembe Dugma. Und trotzdem, dass die Propheten haben seine Wörter als Beispiele gegründet. Wir kennen viele Beispiele von Propheten, richtig? Mhm. Ja, mach so, mach diese Zeichen, mach so, mach anderes. Ja, das ist ein Beispiel. Und dann die Juden würden fragen, du beantwortest. Ja, also viele Prophezeiungen bringen Metaphoren, Beispiele. Ja? Ein Beispiel über die Kerem Israel, eine Traubensaft, ja? Platz, ja? Das ist die Israel-Volk. Ja? Das ist ein Beispiel, berühmte Beispiel von Isaiah, der Prophet. Tarich le Hashem Dugma lefne val Sidra. כמו שהמקרות הדברים זה אחר. גנאו וי, דחל לגשריפטן, זין פרעורדן, ידן החנדר, כבד גזק, דס די פרופטן, די ארסטו פרופטן, חתן פרורה פון לסטו פרופטן גלבט, פיזיש, כרונולוגיש, יא? גיבס די אורדן, יא? איסאי אחת פור אירמיה גלבט, אירמיה אחת פור חסקל גלבט ונזווית, יא? כבד גזק פון פרולן, einen nach anderen, nicht im Kaut, ja, gibt es gewisse Ordnung. Und so sagt Rashi, genau wie gibt es Ordnung im Debücher durch den Tanach, so muss man auch verordnen die Sätze und Deutungen vom Lied der Lieder. Okay? Und Ivraite Seferze kam wieder. Ich habe gesehen, viele Midrashim über diese Lieder. So sagt Rashi. Also, schon zweiter Absatz, er redet über die metaphorische Dinge. Ja? Im ersten Absatz, er diskutiert mit jemandem, aber doch kann man nicht annullieren den einfachen Text. Das heißt, die Mehrheit, die Kommentatoren, gehen zum Metaphor, nicht zum einfachen Text, liebe die Menschen und Frau, die Mann und Frau. Also, יש סודרים כל ספר זה בדרש אחד, יש כמה ספרים. Also gibt es die Leute, die Kommentatoren, ihr meint, die haben diese Buch, Lieder, gehören zum Ein Midrash. Und gibt es andere Kommentatoren, die sagen, das kann man verstehen, diese Lieder von unterschiedlichen Midrashen. Also, es ist noch komplizierter. Was wollte ich sagen? Das heißt, es gibt
auch durch die Metaphoren unterschiedliche Niveaus und Stufen. Es ist nicht nur eine Metapher, die Gott und die Israel folgen, sondern durch diese Metapher noch komplizierender. Okay. Beinamit Ephim Elishon Mikra Vesedra Mikra. Und diese Kommentatoren, es ist ganz, ganz kompliziert für einigen, das gehen mit noch Komplizierungen mit die Metapher Juden und Gott. Wer Marti Bilibe, ich habe gesagt in seinem, mit meinem Herz, etwas Maschmuta Mikra. Ich muss die Sinn von Heiligen Schriften befassen und erledigen die unterschiedlichen Kommentatoren. Also Rashi sagt, gibt es viele Kommentatoren auf die Lieder und sie widersprechen jeder zum anderen. Jetzt verstehen Sie Solveig die Probleme. Ja. Die Rashi, 1000 Jahre vor uns, auch begriff, ja, dass die Schwierigkeit von dieser Herausforderung. Es gibt so viele Kommentare. Das heißt, tatsächlich, dem Text ist so schwierig, Lieder, dass die manche gehen zum Allegorien und Metaphoren und noch Stufen nach Stufen und es ist alles mit dem Spiel jeder zu machen. Also ich, ja. Das heißt, also quasi, wenn wir den jetzt lesen, sollten wir uns dann eben schon nach Rashis Kommentaren orientieren, oder? Es ist besser, ja, weil er sagt, ich schreibe zum Vereinfachen. Mhm. Ich schreibe zum einfachen Sinn. Ich gehe nicht nach dem Kabbalah. Trotzdem, er wird bringen die kabbalistische Idee. Aber er wird immer sagt, das ist Kabbalah. Und du siehst, okay, du sprichst genau, was haben wir eine Minute vorgesagt. Ja? Mhm. Also wieder, zum Befassen einfacher Sinn muss man rasch folgen, weil er probiert auf erste Stufe, ja, die einfache Stufe, erklären. Mhm. Rasch schreibt, ich erzähle und kommentiere zum Kind, 6 Jahre alte Kind. Mhm. Also du sagst, wow, 1000 Jahre, das 6-jährige Kind war... Ich verstehe nicht, was die Kinder fragen sogar. Die Frage verstehe ich nicht und noch weniger verstehe ich die Antwort. Mhm. Ja, also wieder die erste und unbedingte Stufe, das ist Rashi. Okay. Dann können wir gehen nach wer sie wollen. Mhm. Und Metapher nach Metapher anbauen, keine Probleme. Aber erste die herrschen die einfache Text, die einfache Sinn. Okay? Okay, gibt es noch? Ist es eine lange, lange? Also, ist das Vorwort bevor Vorwort? Anführung zuvor? Es ist, ich sage euch, es ist das erste und letzte Mal, dass ich sehe solch von Rashi. Es ist einfach unglaublich. Er erklärt methodologisch, wie schreibt man im Uni eine Arbeit oder ein Buch. Warum hat er geschrieben, was hat er geschrieben? Er hat nie geschrieben so, für Torah, für Talmud, niemals. Er nimmt Satz, Phrase und übersetzt, erklärt. Mhm. Jetzt ist er erklärt die Probleme, dass er, die Rashi, die große Rashi hat, Widersprüche und sagt, was mache ich? Was haben Sie gemacht? Alle anderen Kommentatoren. Ja? Also, okay, wir stoppen jetzt, weil wieder es ist eine lange Rashi. Das muss ich ehrlich sagen, auch im Hebräisch lese und lese wieder und probiere verstehen, was er meint auf Hebräisch. Was er meint.
Also nur um verstehen, dass diese Lieder, es ist nicht nur einfache Liebe. Es ist viel, viel mehr. Ja. Viel, viel mehr. Gut, also ich glaube, wir treffen uns nächste Woche, ja. Mhm. Auf gleichem Platz, ja, im Brandenburgland, ja. Ja, und wir gehen weiter mit Rasch, ja. Mhm. Ganz, ganz überraschend. Genau wie diese zehnte Lied, das haben wir noch nicht gegeben. Mhm. Gut, liebe Leute, also danke für heute. Und ja, wir treffen sie uns. Ja. Gott, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Seien Sie gesund. Gute Woche. Ja. Gleichfalls. Shalom. Shalom.